So, jetzt geht's nochmal weiter im Text, und zwar nochmal zum Zweierkomplement. Das Zweierkomplement, das ist jetzt das Wichtigste hier. Zweierkomplement. Also, ich mache nochmal was mit 8-Bit. 8-Bit ist das System. Und zwar folgendes. Die 1 ist bei 8-Bit immer so. Die 2 und so weiter. Ne? Und so weiter. Und dann geht es weiter bis 127. Die 127 wird dargestellt als das. Und dann geht es weiter. Zweierkomplement. So nämlich. Und so weiter. Und dann geht es bis zur minus 128. Und das ist dann das hier. So geht das bei 8-Bit. Das ist jetzt hier 8-Bit, das ist jetzt wichtig. So, das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Was fällt denn hier alles auf? Natürlich fällt auf, die positiven Zahlen fangen alle mit einer 0 an. Das ist das Vorzeichen-Bit. Genau dieses hier ist das Vorzeichen-Bit. Die fangen alle mit einer 0 an. Die negativen fangen alle mit einer 1 an. Das ist auch das Vorzeichen-Bit. Und was man noch kann, das können wir mal eben zeigen. Jede minus 2 oder so kann leicht durch Zweierkomplementrechnung in die minus 2 überführt werden. Das ist jetzt die 2. Wir drehen einfach alles um. Und ergänzen 1. Dann ergibt sich 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 0. Ergibt sich tatsächlich. Also der Beweis ist angetreten. Aus 2 wird minus 2. Das hier ist die minus 2. Und das da oben ist die 2. So, Dankeschön. Das war jetzt noch zu erklären. Und was sonst noch wichtig wäre, ist, finde ich, ist es doch wichtig, und zwar dieses hier. Die minus 128 ist die aller kleinste Zahl. Das ist diese hier. Das ist die minus 128. Die ist genau ein Schritt größer als die allergrößte Zahl. Gut. Dankeschön.